Heute möchte ich dir ein Messer vorstellen, ein ehrliches Küchenmesser, ja, aus der Schmiede aus Vietnam. Von der Firma Authentic Blades. Ein Messer für die Ewigkeit. Echtes Handwerk. Und wenn dich das interessiert, wenn du sehen willst, wie gut diese Messer sind, von denen die ganze Welt mittlerweile schwärmt, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Sir Schwinsens und wenn du gerne Produkttests, Reviews, den alltäglichen Tipp und so weiter schaust, dann lass ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Heute geht es um die Messer von Authentic Blades. Ein echtes Handwerk aus Vietnam. Ja, diese Messer von Authentic Blades werden in kleinen Dörfern in Vietnam hergestellt. Darauf wird dabei geachtet, dass die Menschen trotzdem noch ihre Feiertage genießen können, ja, trotzdem ihren Urlaub bekommen. Also wirklich ehrliche Handarbeit. Die einzelnen Teile werden in verschiedenen Firmen, Familien hergestellt. Der Schmied macht die Klingen, ein anderer Schreiner macht die Holzgriffe, welche aus dem Holz des Zebrachbaumes sind. Also ihr seht, dieser ist wirklich richtig geschnitzt. Also ehrliche Messer von der Firma Authentic Blades. Diese werden nach Deutschland importiert. Eigentlich werden diese sogar weltweit importiert. Authentic Blades. Ich habe euch die Messer und auch Scheren, welche von der Firma Authentic Blades kommen, unten mal verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen. Also jeder ist von diesen Messern begeistert und wir werden diese heute mal antesten. Ihr seht, das Ganze ist natürlich noch mit einer Folie umzogen. So sieht das Messer in Original aus. Es funkelt aber, oder es glänzt, sage ich mal, aber es funkelt nicht. Ja, es ist natürlich noch mit einer Ölschicht eingerieben. Und das Messer braucht natürlich immer mal wieder ein bisschen Pflege. Aber es ist ein Messer, welches wirklich für die Ewigkeit ist. Ihr seht es von der Stärke. Ich glaube, es hat 2 mm Stärke hier oben. Und es wird im 10 Grad Winkel geschliffen. Und ja, vielleicht könnt ihr es schon hören. Es ist wirklich verdammt scharf und lässt sich wirklich richtig toll nachschärfen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir werden dieses Messer jetzt mal austesten an verschiedenen Produkten. Und als erstes nehmen wir ein ganz normales Blatt Papier und versuchen mal hier ein kleines Stück abzuschneiden. Und ihr seht, man bekommt hier wirklich kleinste Stücke raus. Es ist wirklich richtig scharf, dieses Messer. Wow! Ihr könnt es sehen. Also wirklich eine geniale Schärfe. Aber wir bleiben natürlich nicht nur bei dem Blatt Papier. Wir gehen über zu weiteren Produkten, Lebensmitteln und schauen mal, was das Messer so wirklich kann. So, und ich habe jetzt hier mal 3 Lebensmittel hingelegt. Zum einen eine Tomate, zum anderen einen etwas härteren Käse und zum anderen einen richtig harten Schinken. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Tomate an, setzen das Messer an. Ihr seht, ein richtig schöner, feiner Schnitt. Und ihr seht, auch der Käse lässt sich wunderbar in dünne Scheiben schneiden. Also ohne Probleme, richtig schöne dünne Scheiben mit dem Messer von Authentic Blades.
Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Messer. Es gibt Gemüsemesser, es gibt Fleischmesser, es gibt ein Beil, es gibt noch ein größeres Beil. Ihr habt die Vorteile, dass ihr damit zum Beispiel euer Gemüse aufnehmen könnt und könnt es direkt dann in eure Pfanne oder in euren Topf packen. So, und jetzt nehmen wir den richtig harten Schinken. Und ihr seht, wow. Schaut euch das mal an. Richtig schöne, dünne Scheiben konnte ich jetzt hier rausschneiden. Also richtig dünn. Und ihr habt gesehen, wie hart dieser ist, ne? Also, ja, ich will jetzt nicht drauf rumhacken. Für was ihr diese Messer nicht nehmen könnt, ist, um zum Beispiel Knochen zu hacken. Denn dazu ist die Klinge zu weich. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr sie super nachschärfen könnt, so eine weiche Klinge. Aber ich würde sie jetzt nicht nutzen, um zum Beispiel einen Knochen zu zerhacken. Denn da wird euch das Messer schnell stumpf werden. Oder beziehungsweise ihr werdet dadurch das Messer, hoppsa, ihr werdet dadurch das Messer oder die Klinge kaputt machen. Schaut euch das an. Richtig schöne dünne Scheiben von diesem schweren Schinken. Also dieser ist wirklich nicht weich. Ihr hört es, wie hart dieser Schinken ist. Also mit einem normalen Messer würdet ihr da wirklich schwer durchkommen. Ich nehme mal ein anderes Messer zum Beispiel. Ich habe jetzt hier noch dieses Fiskars Messer. Fiskars ist ja eigentlich auch eine sehr gute Marke. Die machen wirklich auch sehr gute Messer. Ja, aber schaut mal, ich muss hier richtig drücken. Ich kriege die Scheiben zwar auch schön durch, aber ich muss hier richtig drücken. Ich kann euch die Fiskars unten auch gerne mal verlinken. Also ich habe einen viel größeren Kraftaufwand. Es geht auch, aber mit viel mehr Kraft. Ist natürlich auch frisch geschärft, dieses Fiskars Messer. Kann ich euch auch unten gerne mal verlinken. So, und jetzt probieren wir noch was aus. Ich nehme hier mal eine Tomate und fahre einfach mal hier. Ah, ich kann sie kaum halten. Sie rutscht mir hier weg. Aber ihr seht, guckt mal, wirklich ganz locker schneide ich diese Tomate ab in eine dünne Scheibe. Ganz sauberer Schnitt. Ganz sauberer Schnitt. Toll. Seht ihr? Wow. So, ich denke, also, ihr seid nun genauso überzeugt von diesem Messer. Echte Handarbeit, fair gehandelte Handarbeit vor allem. Und die Preise sind wirklich absolut super. Also wenn man bedenkt, dass man für diese Fiskars Messer, ja, für einen Messerblock mit den Messern um die 300 Euro bezahlt, dann ist das wirklich richtig günstig. Ja, du wirst erstaunt sein. Klick einfach mal auf den Link und du wirst erstaunt sein, was so ein Messer nur kostet. Echte Handarbeit, ein Messer für das ganze Leben. Denn das wird euch wirklich ewig halten. Wenn der Holzgriff mal ja locker werden sollte, also ihr seht, da ist nichts verschraubt, aber das ist trotzdem richtig fest, also das sitzt wirklich richtig fest drauf, eingekeilt. Wenn da mal was sein sollte, einfach in Wasser stellen, Holz quillt ja wieder auf, dann ist das Ganze wieder fest. Ja, die Klinge muss natürlich immer ein bisschen gereinigt, bearbeitet werden, geschliffen werden, aber das ist auch völlig normal bei solchen Messern. Am besten benutzt ihr dafür so einen Schleifstein, schärft das Messer immer wieder nach. Lest euch durch, lest euch die Bewertungen von anderen Käufern durch. Also rundum, jeder ist mit diesem Messer absolut begeistert. Und ja, ich bin es jetzt auch. Und ja, schreibt mir mal eure Kommentare unten in die Kommentarleiste rein. Vielleicht habt ihr schon Authentic Blades Messer, vielleicht noch nicht, vielleicht werdet ihr bald Besitzer sein. Wenn ihr euch gerade welche gekauft habt, schreibt mir rein, wie zufrieden ihr damit seid. Testet sie aus. Ja, ansonsten lasst ein
Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald im nächsten Video. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an. Bis gleich.